Hallo, was ist passiert? Hallo? Hilfe, kann mir jemand helfen? Wir haben einen Notfall. 90% der Patienten, die außerhalb eines Krankenhauses einen Herzstillstand erleiden, sterben. Theoretisch, medizinisch betrachtet, könnten 70% überleben, wenn gleich das Richtige gemacht werden würde. Man kann nichts falsch machen, außer man macht nichts. Hallo? Ja, in der Hermanngasse 24, im 7. Bezirk, brauchen dringend die Rettung, da ist jemand umgefallen. Ja, 50 Jahre ist er ungefähr. Nein, er atmet auch nicht. Ja, ich beginne mit der Wiederbelebung. Über 1200 Wienerinnen und Wiener sterben jährlich dem plötzlichen Herztod. Der Verein PULS informiert in Kooperation mit den Helfern Wiens über richtiges Verhalten im Notfall. Gemeinsam wollen sie Unsicherheiten nehmen und vor allem Leben retten. Es macht die Kombination aus Herzdruckmassage, das heißt kräftiger Druck in der Mitte des Brustkorbes, wir sagen 5 bis 6 cm tief und mindestens 100 Mal pro Minute. Wenn keine Atmung festzustellen ist, dann ist es gescheit, dass man beginnt mit entsprechender Reanimation und dann den Einsatz des Defis. Jede Minute ohne erste Hilfe sinkt die Überlebenschance um 10%. Dabei können bereits wenige Handgriffe effizient helfen. Elektrode wie abgebildet aufkleben. Fest auf den entblößten Brustkorb drücken. Von diesen Laiendefibrillatoren gibt es verschiedene Modelle. Wichtig ist aber, sie funktionieren alle gleich. Sie haben eine Einschalttaste und eine Schocktaste. Das Gerät sagt Ihnen Schritt für Schritt, was Sie tun müssen, analysiert den Herzrhythmus. Nachdenken. Patient nicht berühren. Herzrhythmus wird analysiert. Schock empfohlen. Unbedingt Abstand zum Patienten halten. Blinkende orangefarbene Taste jetzt drücken. Schock abgegeben. Das Prinzip ist einfach. Ein Elektroimpuls bringt das Herz wieder in den richtigen Rhythmus. Ob am Flughafen oder in Pensionistenhäusern. 460 frei zugängliche Defibrillatoren stehen derzeit in Wien zur Verfügung. Es gibt Defibrillatoren in öffentlichen Ämtern, in Kürze im öffentlichen Straßenraum. Man sieht das, indem man ein rechteckiges Schild mit grünem Grund, weißem Kreuz, das ist das Signal, dass hier ein Defi sich befindet. Der Bevölkerung Angst nehmen und Mut zum Helfen geben, da bleibt nur noch ein Wunsch. Möglichst viele Defibrillatoren im öffentlichen Raum zu installieren, damit dann von Laien optimal geholfen werden kann.